Hi, ich möchte euch in diesem Video ein paar Tandem-Bindeweisen vorstellen mit einem langen Tuch, wobei man ein Kind vorne und ein Kind hinten trägt. Und ich möchte sie nur kurz vorstellen und bitte Bindefehler zu verzeihen, also vor allem jetzt hier die Kopfkante ist nicht perfekt. Ich möchte euch nur Varianten zeigen, vorstellen. So, und hier beginnt man mit dem ersten Kind, der Mittelpunkt ist auf dem Rücken von dem Kind. Und man beginnt mit einem einfachen Ruck, aber mit einem Knoten unterm Po. Also man könnte theoretisch tatsächlich schon die Stränge hier wieder nach vorne führen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, hier einen Knoten zu machen. Und dann die Stränge unter den Beinen. Also erstens ist dann das Kind hier schon mal ganz sicher. Ich kann den anderen Strang loslassen. Man kann hier sich dann die Zeit nehmen, das ordentlich hier durchzuwursteln. Und ich zeige euch auch gleich die Bindeweise, die ich hier noch am coolsten finde. Gleich zuerst, aber ich weiß, es gibt immer Situationen, in denen eine andere Bindeweise sinnvoll sein kann. Deswegen zeige ich euch noch ein paar mehr und ich habe ja auch noch ein paar andere Videos zu Tandem-Bindeweisen. Überhaupt ist das ja der Grund, warum ich meinen Kanal gestartet habe, weil ich mir eine Variante überlegt habe, die ich vorher noch nicht gefunden habe woanders. Und so ist das erste Video auf meinem Kanal meine Lieblingsvariante, Tandem zu tragen. So, jetzt hat man hier diese diagonalen Stränge. Die Stränge gehen von innen nach außen. Und dann stellt man sich das Kind. Füßchen hier und das Füßchen da. Was ich hier so schön finde, ist, dass man, wenn man hier jetzt auch ordentlich das Ganze durchgefädelt hat, jetzt wirklich auch noch ganz gut nachstraffen kann. Hier fixieren. So, und hier kann man jetzt, je nachdem wie lang das Tuch ist oder wie man das mag, direkt unter dem Po abschließen. Oder, wenn das Tuch ein bisschen länger ist, auch hier nochmal kreuzen. Ein-, zweimal, je nach Präferenz. Oder wenn das Tuch reicht, auch nochmal schließen. Das Tuch ist jetzt eine 7 und die Puppen sind natürlich entsprechend klein. Und ja, da kann man gucken. So viel dazu. Und das zweite, was ich zeigen will, da beginnt man nicht mit einem Ruck, sondern mit jeglicher Bindeweise, die man an der Schulter abschließt, aber der Beginn ist wahrscheinlich meistens ganz gut, genau so,
Also auch wieder zentriert. Und da kann man zum Beispiel ein Double Hammock Tided Shoulder nehmen oder ein Double Sling oder eine Pirate Carry. Aber was auch immer ihr da mögt, ich würde empfehlen, einen Leg Pass zu machen, weil ich festgestellt habe, ich das angenehmer finde beim Tandem-Tragen. Angenehmer fand beim Tandem-Tragen, dass es sozusagen ein bisschen mehr Stabilität gibt. Ich mache jetzt hier eine Half Jones Back Carry. Dabei habe ich einen diagonalen Pass über und einen unter meinen. So. Und hier mit dem Tuch Größe 7 habe ich ganz lange Enden, aber ein Ende ist deutlich länger als das andere. Und das Ende, das länger ist, möchte ich, dass das beim Knoten machen nach innen führt, also von außen nach innen. So, das ist jetzt hier der längere Strang. Und den gucke ich mir jetzt ein bisschen an und versuche den geordnet hier durchzufriemeln. Und jetzt kann man hier schon eine Tasche fürs Baby machen. Und für so eine Variante hier braucht man tatsächlich ein ziemlich kurzes Tuch nur. Also ein deutlich kürzeres Tuch reicht da. Und hier sollte man darauf achten, dass man wie beim Ringsling in eine Richtung strafft. Also so gut es geht, die ganzen Tuchwülste in diese eine Richtung aufstreffen. So. Und hier kann man dann, wenn das Tuch wirklich sehr kurz ist, direkt unterm Po wieder schließen. Oder wenn es ein bisschen länger ist, kreuzen und hinten schließen. Oder man kann auch hier eine zweite Tuchbahn nochmal über den Rücken vom Kind machen, wenn man möchte. Und man kann das auch unter dem Bein nochmal lang führen und dann hier schließen. Also hier gibt es so ein paar Varianten. Und was man auch machen kann, ist diesen Strang hier nicht direkt als Tasche zu nehmen, sondern als Chestbelt, als Brustgurt zu behalten und dann hier vorne nochmal eine Kreuz zu formen. Wobei man ein bisschen drauf achten sollte, wie die Spannung ist. Mit ein bisschen Übung geht das, glaube ich, ganz gut. Und dann erstmal hinten einen lockeren Knoten machen. Nicht zu locker, aber locker. So. Und dann wieder das Baby hier so rein.
das ist ein bisschen schwierig zu straffen oder auch nachzustraffen, wie ich finde. Aber man kann versuchen, während des Bindens sich schon versuchen, hier dieses lockere Tuch hier nach hinten zu ziehen. Und hier auch. Und dann das Ganze in diesen Knoten. Dass man es dann nochmal, theoretisch nochmal hier so durchstraffen kann und dann abschließen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.